Ja, der Kuchen ist für die Eva, für das kleine Studio. Oh, danke schön. Aber der Kuchen enthält auch ein Geheimnis. Oh. Nämlich durch die Farbe der Füllung, die unser Gesellschafts der Farbe, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist, enthält der Kuchen das Geheimnis, ob wir ein Mädchen oder ein Junge bekommen. Blau, also, Junge oder Mädchen? Das ist aber jetzt noch nicht sicher. Füllung, also ich habe keine Schuhe. Ich meine die Füllung. Kakao, oder? Das geht auch noch. Und? Jetzt hör an. Ultraschall. Das kann man doch nicht so früh, Ultraschall, oder? Das gibt es doch noch gar nicht, oder? Doch. Nee, oder? Doch, hat die Frauenärztin gesagt, sie sagt uns, wenn sie es auch sicher sagen kann. Und wenn ihr es wissen wollt. Ja. Und also Eva, wissen. Schau mal her, das ist dein Kuchen. Dein Kuchen. Und? Mit dem Message. Ich würde doch noch einmal raten, was er meint. Junge. Junge. Mädchen. Junge, das sieht man am besten. Okay. Ja. Also hauptsächlich ein Junge, oder? Klar. Ja. Würde er dann immer noch William heißen, wenn es ein Junge wäre? Nee. Nee. Mädchen heißt Wilhelmina. Achso. William heißt Wilhelm. Wilhelm? William. Ah, ein Stück schon was dann, oder? William. Das ist aber ein großes Stück. Ja. Du musst auch schon sehen. Oh. Dann müssen wir gleich. Okay. Oh, jetzt kommt die große Überraschung. Rosa! Rosa! Mädchen, oder? Ja. Heißt sie dann Amelie? Nein, Olivia. 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 Sehr schön. Oh, sehr schön. Gut, aber weiß man das wirklich so früh, oder? Ja. Yeah. No, it's very late, actually, yeah? To find out. Uh-huh. Most people do it like 4 weeks ago.